Hallo, mein Name ist Stefan Hein. Ich bin Produktmanager bei der Firma Mitutoyo Europe in Neuss. Der Messschieber ist aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeit nach wie vor das beliebteste Längenmessgerät in der Fertigungsmesstechnik. Die Konstruktions- und die messtechnischen Merkmale dieses Messgerätes sind in der ISO 13385 Teil 1 genormt, die in einer neuen Auflage in diesem Jahr 2019 erscheinen wird. Die Neuauflage löst dann die ISO 13385 Teil 1 vom Juli 2011 ab. Die neue Version der Messschiebernorm beinhaltet an vielen Stellen deutliche Veränderungen zur aktuell gültigen Norm. Und diese Änderungen machen die Neuauflage für den Anwender besonders interessant. Zum Beispiel beinhaltet die Norm im Gegensatz zur Vorgängerversion eine Tabelle mit Vorschlägen für Grenzwerte der Messabweichungen. In diesem Video möchte ich mich aber auf die Vorgehensweise einer Kalibrierung digitaler Standardmessschieber beschränken, die unter anderem im Abschnitt 5 dieser Norm ausführlich beschrieben wird. Hier auf dem Tisch liegen die gängigsten Messbereiche 150, 200 und 300 mm in ihrer digitalen Ausführung und einige normale, mit denen ich die Grenzwerte der Messabweichung überprüfen kann. Wie schon gesagt, beinhaltet die neue Norm in ihrem normativen Anhang B eine Tabelle, die abhängig von der zu messenden Länge Beispiele für Grenzwerte liefert, wenn zwischen Lieferant und Kunde nichts anderes vereinbart wurde. Der Anhang dieser Norm regelt aber auch die Randbedingungen, die eingehalten werden müssen, wenn man diese Grenzwerte benutzt. Insgesamt sollen nach Norm 2 bzw. 3 Grenzwerte überprüft werden. Erstens die Grenzwerte bei Teilmessflächenberührung, zweitens die Grenzwerte bei Versatz und drittens wahlweise, zum Beispiel bei gebrauchten Messschiebern, die Grenzwerte bei Linienberührung. Nehme ich mir also den Messschieber 150 mm und überprüfe zunächst einmal die Grenzwerte bei Teilmessflächenberührung. Die Norm sagt hier, dass mindestens 5 Messpunkte gemessen werden müssen. Ich mache also zunächst einmal eine Nullstellung. Und nehme mir dann zum Beispiel ein 20 mm Endmaß. Ich mache zwei Überprüfungen, einen Messpunkt möglichst nah an der Messschiene und einen Messpunkt möglichst weit von der Schiene entfernt. Als nächstes nehme ich mir zum Beispiel ein 50 mm Endmaß und mache dann eine Prüfung, aber diesmal nur in der Mitte der Messfläche. Zu guter Letzt nehme ich die Messpunkte 4 und 5. Dafür nehme ich ein Endmaß, was mindestens 90% des Messbereiches des Messschiebers verkörpert. Also an dieser Stelle zum Beispiel ein Endmaß 150 mm. Auch hier mache ich wieder zwei Messungen. Eine Messung möglichst nah an der Schiene und die zweite Messung möglichst weit von der Schiene entfernt. Insgesamt wären das also 5 Messpunkte. Als nächstes überprüfe ich die Grenzwerte bei Versatz. Ich muss alle die Messflächen prüfen, die nicht für die Außenmessung vorgesehen sind. Zunächst einmal mache ich wieder eine Nullstellung. Dann überprüfe ich die Messflächen für die Innenmessung. Hierfür kann ich einen Einstellring 5 mm verwenden. Ich mache eine Messung.
Als nächstes überprüfe ich die Tiefenmessstange. Zunächst auch wieder eine Nullstellung. Ich nehme mir dann ein Endmaß, was nach Norm kleiner als 50 mm sein sollte. Auch hier zum Beispiel 40 mm. Zum guten Schluss habe ich optional, zum Beispiel bei gebrauchten Messschiebern, noch die Möglichkeit, den Verschleiß der Messflächen zu überprüfen. Das kann ich mit einem Prüfstift zum Beispiel von 10 mm Durchmessern machen. Ich nehme den Prüfstift und führe ihn entlang der Messflächen mit leichtem Druck und überprüfe dann, ob sich in irgendeiner Weise innerhalb der Messflächen ein Verschleiß ergibt. Alternativ zur Überprüfung des Grenzwertes bei Versatz hinsichtlich einer Tiefenmessung kann man statt einem auch zwei parallele Maße verwenden. Das verleiht der Prüfung eine bessere Stabilität. Bei vielen Messschiebern dieser Bauart ist es auch notwendig, den Grenzwert bei Versatz für die Stufenmessung zu prüfen. Das war ein kurzer Einblick in die Norm mit dem Schwerpunkt auf ein mögliches Prüfverfahren digitaler Messschieber. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie MeToToyo.